Bargeldloses Bezahlen ist ja eins meiner Kernthemen und ich bin heute hier in Dortmund bei Backwerk und spreche mit dem Thorsten einmal über dieses Thema. Thorsten, grüß dich. Ich bin jetzt hier in einer Filiale vom Thorsten und stell du dich doch einmal kurz vor. Gerne. Mein Name ist Thorsten Wolf. Ich bin Franchise-Nehmer bei Backwerk und betreibe mehrere Backwerk-Filialen in den Städten Wuppertal und Dortmund. Hallo Thorsten. Hallo Achim. Wir sind ja hier bei dir im Backwerk in Dortmund. Ja. Und ich bin einer, der bezahlt halt alles theoretisch mit Karte oder jetzt mittlerweile halt eigentlich schon mit Apple Pay, wenn es geht. Ja. Zurzeit kann ich hier praktisch mit allem zahlen? Du kannst hier mit nahezu jeder Kreditkarte zahlen, mit Maestro-Karten und natürlich auch mit Apple Pay, ja. Okay. Und nutzen Leute das? Der Anteil der Kunden, die Kartenzahlung nutzen, ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Wir liegen so je nach Standort im Bereich zwischen 5% und 10%. Okay, und das heißt, er ist gestiegen und sind das jetzt eher jüngere Leute? Das wäre jetzt das Klischee, wo ich denke halt, der 16-Jährige zahlt eher mit Karte oder vielleicht auch direkt mit seinem iPhone, anstelle halt, der 45-Jährige oder die 60-Jährige Oma. Ja, also es ist sicherlich so, dass der größte Teil der Kunden, die mit Karte zahlen, jüngeren Alters sind. Es ist aber auch verstärkt zu beobachten, dass Menschen älteren Alters mit Karte zahlen. Häufig hat das auch was zu tun, wie technikaffin Menschen sind. Also ich würde mal behaupten, je technikaffiner Kunden sind, desto häufiger zahlen die auch mit Karte. Und du hast ja jetzt schon gesagt, eigentlich kann ich mit fast allem zurzeit bezahlen, ja. Aber es war ja bestimmt nicht immer so. Also seit wann hast du den Laden hier, sagen wir, den ja. Standort, mhm. und konnte ich schon direkt am Anfang mit Karte zahlen, mhm. oder hat sich das entwickelt? Also der Standort hier in Dortmund, den habe ich eröffnet Ende 2011, also vor rund 8 Jahren. Anfangs war nur Barzahlung möglich, dann ist vor etwa 2, 2,5 Jahren haben wir die Backwerkkarte eingeführt, deren Erfolg aber überschaubar ist, was natürlich ein isoliertes System ist. Und seit rund 1,5 Jahren akzeptieren auch nahezu alle Backwerke deutschlandweit Kartenzahlung, wie ich gerade beschrieben habe. Also die Backwerkkarte existiert immer noch? Die existiert weiterhin, wird aber hauptsächlich dazu benutzt, um Punkte zu sammeln. Also wir haben ein Bonussystem für jedes Heißgetränk, gibt es einen Punkt. Und wenn man 10 Punkte hat, gibt es ein Heißgetränk kostenlos. Dafür wird die hauptsächlich genutzt. Ja. Okay, und im Prinzip bedeutet das, also zur Backwerkkarte hatte ich in meinem Blog vor einem Jahr halt auch schon mal was geschrieben. Dass die Leute aber auch die Backwerkkarte als Loyalty-Karte benutzen können, aber dann meinetwegen halt mit einer Mastercard bezahlen. Genau, es gibt bei der Backwerkkarte eine Zahlungsfunktion, man muss die Karte dann halt aufladen. Das wird aber relativ selten genutzt, sondern wie du es gerade beschrieben hast, als Loyalty-Funktion wird sie häufig genutzt. Ja. Okay, und eigentlich der Grund unseres Gesprächs, weil wir reden ja öfter mal halt auch über solche Sachen wie mobile Zahlungsmethoden, ist, dass du ja gesagt hast, dir ist es eigentlich lieber, dass Leute mit Karte zahlen. Absolut. Oder glaube ich, du hast sogar gesagt, perfekten Welt würden alle mit Karte zahlen. Ja, definitiv. Das geht ja eigentlich konträr dem, was ich auch total oft lese und höre, dass halt gerade kleinere Händler, und ich meine, ein Backwerk ist jetzt nicht klein und du hast ja auch mehrere Filialen und alles, aber im Endeffekt halt, wir reden ja von kleinteiligen Sachen halt, weiß ich nicht, was kostet mich hier so ein Brötchen? Zwischen 1,60 Euro und 3 Euro. Ja, oder ein Getränk. Das sind ja alles Kleinstbeträge, wo halt sofort jeder gefühlt aufschreit, das rechnet sich, das ist viel zu teuer. Ja, das stimmt. Ich denke, dass es aber liegt in der Historie begründet, dass Kartenzahlungen bzw. die Akzeptanz von Kartenzahlungen früher deutlich teurer war als heute. Also ich zahle jetzt für eine Kartenzahlung eine Gebühr, die im Zehntel-Prozent-Bereich liegt. Also ich denke, das ist eine Gebühr, ein Kostenfaktor, der durchaus vertretbar ist und den man auch einpreisen, kalkulieren kann. Ich denke, wenn sich die Händler, Gastronomen,
Dienstleister, die bisher noch keine Karten akzeptieren, damit intensiver beschäftigen, werden die halt schnell feststellen, dass die Vorteile überwiegen. Ich habe halt auch öfters, wenn ich mal mit Unternehmern geredet habe, halt, die auch so einen kleineren Läden haben oder die in kleineren Läden aktiv sind und die um die Zahlungsabwicklung kümmern, dass die halt mir oft halt auch Prozentsätze gesagt haben, wo ich dann sage, okay, das sind wahrscheinlich auch alles alte Verträge von früher. Das denke ich auch. Und da müssen die eigentlich selber sich auch kümmern, dass die halt entsprechend halt einen attraktiven Anbieter kriegen, der das halt auch reflektiert. Weil, und ich denke, gerade auch in dem Bereich ist ja die gibt's ja auch immer mehr Anbieter, der Wettbewerb steigt und ich bin mir relativ sicher, dass auch ein Einzelkämpfer preiswerte, gute Konditionen bekommt. Also da sehe ich jetzt kein Problem drin. Genau, und am Ende des Tages, ich bin ja durchaus auch ein bisschen unternehmerisch veranlagt, vielleicht nicht so wie du, sonst hätte ich halt auch wahrscheinlich irgendwelche Filialgeschäfte und irgendwas anderes machen. Ich denke mir halt immer bei allem, was ich mache, und ich habe ja auch eine Menge Tools zum Beispiel, die ich kaufe, die ich einsetze in meinem Business, das preise ich halt rein. Ja. Ich meine, das ist ja genauso wie eine Miete, wie eine Reinigung, dann ist der Zahlungsanbieter halt auch ein Preis, den ich einfach mit reinpreisen muss und der dann hinterher mit drin ist. Das stimmt natürlich, wobei man halt auch sehen muss, dass jedes Unternehmen natürlich auch im Wettbewerb steht, aber man hat natürlich jetzt nicht nur... Man hat die Kosten für die Akzeptanz von Kartenzahlung auf der einen Seite, hat natürlich aber auch eine Menge an Vorteilen. Und bin mir relativ sicher, dass die Summe der Vorteile die Kosten überwiegt. Ja. Okay, lass uns da mal, bevor wir zu den Vorteilen kommen, nochmal über die Nachteile von Bargeld sprechen. Mhm. Also ich stelle mir auch vor, du hast halt einen relativ hohen Durchlauf immer noch an Bargeld, logischerweise, und auch gerade an Münzgeld, weil es halt kleine Artikel sind. Ganz genau. Also nicht kleine Artikel, also die Preise sind klein, der Artikel. Was bedeutet das in Kosten? Also es ist so, dass die Gebühren für die Bargeldentsorgung, nennt man das, also wenn die Tageseinnahmen zur Bank gebracht werden, als auch für das Besorgen von Wechselgeld kontinuierlich steigen bei den Banken. Die Bundesbank ist ja vor einigen Jahren aus der Bargeldversorgung ausgestiegen. Ja, das machen jetzt halt private Unternehmen, die halt auch ihre Kosten überwälzen müssen. Also ich zahle für alle meine Filialen pro Jahr einen vierstelligen Betrag an Gebühren für die Besorgung von Wechselgeld und für das Entsorgen des Bargelds. Also Entsorgen bedeutet, es muss halt natürlich aufs Konto eingezahlt werden. Und das sind enorme Kosten und ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die halt auch weiterhin steigen werden. Genau, ich weiß, ein gefährliches Halbwissen, ich glaube, in Dänemark oder sonst wo. Irgendwo haben sie jetzt, glaube ich, halt auch krumme Beträge abgeschafft, dass die Sachen zumindest irgendwie in 10. Ja, das ist in Niederlanden ist das schon länger so. Da werden halt die Beträge immer auf 5 gerundet. Ja. Und bei uns bei Backwerk ist es halt so, dass wir seit fast 2 Jahren halt nur noch runde Beträge haben, die entweder auf 0 oder 5 enden, ja, also auf 99. Das gibt es halt nicht mehr, weil das natürlich die Kosten fürs Bargeld explodieren lassen würde. Das ist sicherlich was man als erstes machen sollte, wenn man jetzt Preise hat, die auf 99 enden oder ähnlich, die halt einfach aufzurunden. Da gab's früher immer die Sorge, dass dann Kunden wegbleiben. Das ist aber nicht so. So, und jetzt haben wir über den Kostenfaktor Einzahlen und Auszahlen beziehungsweise die Fachbegriffe, die du benutzt hast, geredet. Was ich ja auch noch immer sehe, was halt oft auch gar nicht angesprochen wird. Also der erste zum Beispiel, der Sicherheitsfaktor. Es muss ja irgendeiner mit einer Menge Bargeld, wie man es halt definiert, eine Menge, aber auf jeden Fall einer muss mit Bargeld, mit einer entsprechenden Summe ja von A nach B. Der kann ja überfallen werden auch. Absolut, absolut, absolut. Also das ist sicherlich, das sind mitunter auch größere vierstellige Beträge. Das, was du gerade angesprochen hast, das Risiko, dass jemand überfallen wird, besteht. Auch, ich sag mal, durch einen menschlichen Fehler, dass das jemand eine Tasche liegen lässt oder ähnliches, das sind Gefahren, die sicherlich bestehen, keine Frage. Ja. Und dann der zweite Faktor, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem von meinen Artikeln festgehalten, der total selten kommt, ist eigentlich auch der Hygienefaktor. Ja. Also wenn ich auch gerade mit Münzgeld hantiere, also manchmal finde ich schon teilweise die Münzen, die ich auch wieder kriege, dass ich die jetzt anfassen muss, aber wenn jetzt hier jemand täglich an der Kasse und dann halt auch noch in einem Umfeld, wo halt Nahrungsmittel verkauft werden,
arbeitet, dann ist das ja bestimmt auch ein Faktor. Ja, das ist ein großes Thema. Also bei uns bei Backwerk ist es halt so, dass nicht derselbe Mitarbeiter oder dieselbe Mitarbeiterin kassiert und die Produkte herstellt, sondern es ist halt getrennt aus hygienischen Gründen. Aber es ist so, dass an allen Kassen in meinen Filialen die Mitarbeiter so ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel haben. Weil das ist in der Tat so, dass manchmal die Münzen, ich sag mal, extrem verschmutzt sind. Also das ist sicherlich hygienisch suboptimal, ja. Genau. Gehen wir nochmal zurück zu den, jetzt haben wir über den Nachteil vom Geld geredet, vom Bargeld geredet, über die Vorteile der ganzen Kartenzahlungskiste halt. Du hast ja gesagt, in einer perfekten Welt würde jeder damit zahlen und dann wäre das halt alles... Ja, in einer perfekten Welt für mich würde jeder mit Karte zahlen. In einer perfekten Welt für dich, in einer perfekten Welt für mich kann ich überall mit Karte zahlen. Mhm. Und dann ist natürlich auch alles transparent. Ja. Also ich denke auch, der Vorteil oder ein großer Vorteil für Kunden, die mit Karte zahlen, ist, dass man halt einen Überblick hat über seine Ausgaben. Ich meine, wenn ich halt jetzt mit 50 Euro in die Stadt gehe und fahre nach Hause und die 50 Euro sind weg, dann weiß ich halt am Abend nicht mehr, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Wenn ich mit Karte zahle, habe ich halt meinen Kontoauszug, auf dem ich dann nachvollziehen kann, wie viel Geld ich wo ausgegeben habe. Ich denke, das ist auch ein Vorteil. Ja. Genau, weil der Punkt ist, das merke ich halt immer, wenn ich halt mit Apple Pay zahle, ich halte es halt dran. Ja. Und dann habe ich halt direkt halt die Buchung. Und wenn ich in die Karte gehe, sehe ich meine ganzen Buchungen. Ja, ganz genau. Und mittlerweile können ja die ganzen auch Online-Banking-Systeme, so private Girokonten, die gruppieren die ja teilweise automatisch nach Lebenshaltungskosten, Miete, sonst wie hin und her. Das hat halt vor ein paar Jahren angefangen und zum Beispiel bei meinem Hauptgirokonto hatte ich auch keinen Durchblick, weil klar, die Miete geht ab, Strom geht ab, das kann der alles schnell zuordnen, aber dann sind da halt Abbuchungen, 100 Euro hier am Geldautomat, 80 Euro da am Geldautomat. Ja. Was ich damit gemacht habe, kann ich vielleicht kurzfristig noch nachvollziehen, aber langfristig ja null. Ja, absolut. Ja, ich denke, das ist ein Punkt, wenn das häufiger genutzt würde, hätte man auch einen besseren Überblick. Ja, also wenn Kartenzahlung häufiger genutzt würde, hätte man einen besseren Überblick über seine Ausgaben. Und das ist ja das häufig das Thema, dass viele sich beklagen darüber, dass sie halt zu wenig Geld verdienen und zu hohe Ausgaben haben. Und ich denke, es fängt halt damit an, dass man auch eine Kontrolle hat über seine Ausgaben. Und da ist das sicherlich ein guter Punkt. Genau, und das war jetzt der private Faktor. Mhm. Der unternehmerische Faktor ist ja im Endeffekt, gefühlt würde ich sagen, du hast ja, wenn das alles digital ist, elektronisch, du hast ja viel schneller einen Überblick, was ist rein rausgegangen, als wenn hier noch Geld gezählt werden müsste. Also das ist vor allen Dingen ein zeitlicher Aufwand, ja. Denn sag mal, wenn täglich größere Mengen an Münzen gezählt werden, dauert das natürlich. Dann verzählt man sich. Das heißt, wenn es eine Kassendifferenz gibt, muss halt erneut gezählt werden. All das verursacht Kosten. Ja, die Mitarbeiter müssen halt bezahlt werden dafür. Und das wird natürlich durch einen größeren Anteil an Kartenzahlungen reduziert. Ja, diese Fehlerquote, ja, dass man sich verzählt. Auch das falsche Herausgeben des Wechselgeldes wird halt immer weniger, je höher der Anteil an Kartenzahlungen steigt. Theoretisch halt, ich meine, fair enough, es kann natürlich auch eine Fehlbuchung existieren. Ich meine, die Maschinen sind ja auch nicht alle hundertprozentig, auch wenn es theoretisch sein müssten. Aber auch das lässt sich ja viel einfacher lösen dann, als wenn jetzt einmal bei mir falsch rausgegeben ist, falsch rausgegeben, Geld ist weg. Ja, ich denke aber, die Fehlerhäufigkeit bei Kartenzahlungen ist extremst gering, weil die Kasse mit dem Kartengerät verbunden ist und dann das automatisch überspielt wird, sodass da eigentlich relativ selten ein Fehler passiert. Okay, dann lass uns jetzt nochmal hier in der perfekten Welt für dich und auch für mich mal ein Problem konstruieren. Strom fällt aus, in Anführungsstrichen. Oder das Karten, die Internetleitung, keine Ahnung. Funktionieren die Teile dann auch noch? Also wenn natürlich der Strom ausgefallen ist, dann geht es halt nicht. Okay, ja. Aber dann geht natürlich funktioniert der ganze Laden nicht. Wenn das Internet nicht funktioniert, dann geht das Kartengerät auch nicht. Das kommt sicherlich auch immer mal wieder vor, ist dann aber, ich sag mal, für einen ganz kurzen Zeitraum. Wenn ich das mal aufs Jahr hochrechne, wie oft sowas passiert, ja, dann sind wir da im niedrigen Promillebereich. Also das ist, ich denke, ein zu vernachlässigen. Das Problem. Okay. Zu guter Letzt gehen wir auch wieder dahin, dass die Leute aus deiner Sicht, dir das sehr lieb ist, wenn die Leute mit Karte zahlen. Wie machst du die Leute dann aufmerksam, dass sie mit Karte zahlen können? Ich glaube halt auch gerade, auch in solchen Läden mit Artikeln, die halt wenig kosten, dass auch gerade der Deutsche noch eine total hohe Hürde hat,
das kostet einen Euro, das zahle ich nicht mit Karte. Also ich denke, das ist ein typisch deutsches Phänomen, möglicherweise begründet auch durch die Erfahrung zweier Währungsreformen, dass natürlich alle Menschen in Deutschland an dem Bargeld hängen und mit Bargeld bezahlen. Das braucht natürlich Zeit, bis sich dieses Verhalten wandelt. Wir haben halt in den Filialen halt Aufkleber an der Kasse, im Eingangsbereich, weisen darauf hin. Das ist sicherlich so der Hauptpunkt. Ich fand es ganz gut bei ein paar von den Discountern, die ja auch relativ früh dabei waren, wahrscheinlich aus genau den gleichen Gründen. Kostenfaktor Bargeld, Sicherheit und halt auch Verluste halt, weil immer den Fall rausgegeben. Ja. Dass die das ja auch sehr pushen und auch an der Kasse wirklich dann halt auch Logos haben, wo extra draufsteht, Kleinstbeträge auch mit Karte zahlen. Ja, das ist ein guter Punkt. Sicherlich müssen wir vielleicht in der Hinsicht, in dem Bereich auch nochmal was machen, um es aktiver zu fördern, dass dass der Anteil der Kunden, die mit Karte bezahlen, steigt. Und ich denke auch, es ist so, was du vorhin angesprochen hattest, so dadurch, dass wir halt Produkte verkaufen im Bereich von 1, 2, 3 Euro, dass die Hemmschwelle auch noch da ist, kleine Beträge mit Karte zu zahlen. Und das muss man halt dann den Kunden halt auch nehmen, ne? und die davon überzeugen, dass es halt ein Vorteil ist für beide Seiten. Gut, ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, alle Punkte in Sachen Kartenzahlung und Vor- und Nachteile auch vom Bargeld und der Karte angesprochen. Hast du noch irgendwas, was du noch hinzufügen würdest? Oder? Ich kann eigentlich nur jeden ermuntern, ja, zahlt mit Karte, da wo es möglich ist, denn die Vorteile überwiegen mit Sicherheit die Nachteile für beide Seiten. Das wäre so mein Schlusswort. Genau, und das kann ich natürlich auch nur unterschreiben. Ich bin ja selber großer Mobile-Payment-Freund und in einer perfekten Welt habe ich eigentlich auch nur noch mein Telefon dabei, nehme auch gar kein separates Portemonnaie mit. Die perfekte Welt, glaube ich halt, die haben wir in Deutschland noch lange nicht, deswegen habe ich als Fallback immer noch irgendwie ein 20 dabei für Notfälle, versuche es aber konsequent eben anders zu machen. Und dann bin ich, glaube ich, hier auch guter Gast. Absolut. Okay, super, Thorsten, danke ich dir für das Gespräch. Gerne. Und vielleicht reden wir irgendwann in der Zukunft nochmal und gucken halt, wie ist der Status, wie hat sich das entwickelt. Jederzeit. Okay, danke dir. Freue mich, gerne.